Hallo und grüße euch zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2 hier auf MyPlaytiff. In der letzten Folge haben wir den Zug installiert, der uns nochmal mit Holz versorgt für unser Sägewerk, damit hier unsere Züge etwas voller fahren. Funktioniert auch soweit relativ gut. Es gibt natürlich immer Potenzial, das zu verbessern, aber jetzt auf Anhieb schaffen wir es nicht, das jetzt irgendwie ja besser hinzukriegen. Und der Mika erzählt schon wieder irgendwie Blödsinn. Eieiei. Und ja, der Mika hat jetzt auch in den letzten Folgen sehr, sehr viel Geld aus dem Fenster, also virtuelles Geld, hier unser Konto geschrüpft und aus dem Fenster geschmissen, weil ich habe ja zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier ein, zwei Wagen ranhängen wollte oder dergleichen, immer Fahrzeuge verwalten und dann ausgetauscht oder ersetzt. Aber wir haben doch hier gewähltes Fahrzeug ändern. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe gar nicht drauf geachtet und dabei spiele ich schon Stunden über Stunden Transport FIFA 2. Bin ja auch wie gesagt Beta-Tester. Dabei dachte ich, war da der Knopf hier immer gewesen zum Ändern von den Betriebskosten bzw. vom Unterhalt, dass die länger haltbar sind. Nee, das ist nämlich der Knopf hier. Wartung, das Wort hat mir gefehlt, dass wir die Wartung einstellen. Wartung für das gefehlte Fahrzeug konfigurieren, das können wir nämlich hier. So, mal ein bisschen höher. Und hier, mit diesem Knöpfchen, können wir das gewählte Fahrzeug ändern. Und schwupps, wir haben hier das Fahrzeug und könnten jetzt einfach hier noch ein paar Wagen ranhängen und nicht so wie ich immer komplett neu machen, sprich neue Lok und neue Waggons kaufen und naja. Ja, so geht's. So geht's natürlich auch. Aber naja, gut, sei es drum. Wir schauen mal schnell hier, 7500, okay. Wir haben jetzt hier 9 Millionen. Damit könnten wir jetzt endlich unsere Lok hier kaufen, die Lebensmittel nach Wittenberge bringt. Das machen wir auch. Jetzt wird 8 Millionen. Irgendwas hat uns Geld gekostet. So, wir werden irgendwas Kleines nehmen, würde ich vorschlagen. Also, für brauchen wir nicht. Irgendwas Günstiges vielleicht. 2 Millionen, 3 Millionen, nee. 1,5, nee, 1,6. Na, ja, so klein dann doch wieder nicht. 1,6. Wollen wir die hier nochmal nehmen, die PLM 220? Die haben wir ja schon einmal. Cargo. Und einfach jetzt noch irgendwas, was Brot transportiert. Okay, du. 560.000. Naja, ist doch ganz schön viel. 370.000. 8 Einheiten. 12. Vielleicht nehmen wir doch 93.000. 62. Ich denke mal, wir nehmen die hier. Oh, und? Oh, was haben wir denn hier? Also 10 neue Fahrzeuge. Neue LKWs. Oh, den roten Pfeil. Sehr schön. Schiff Zürich und die 442. Hier warte. Neue Wagen und wups, da war's weg. Na klasse. Sehr schön. Haben wir einiges dabei. Ich glaube, den Tram habe ich auch gesehen, wenn mich gerade nicht irre. So, wir gucken mal. 32, ja, machen wir mal 56 Einheiten. Oder wollen wir doch lieber die hier nehmen? 56, wir gucken mal. Wir sind jetzt bei 4,2 Millionen. Ja, 4,4 Millionen, es bleibt das gleiche. Ich würde vorschlagen, wir bleiben dabei. So. Und Lebensmittel. Bewährungen. Gut, komm heraus, wenn du dich traust. Da ist er. Sehr gut. Und fährt natürlich gleich in die falsche Richtung. So, aber hier
Sollte jetzt dann aber auch die ersten Lebensmittel dann bald ankommen? Oder? Na? Hier das Gebäude, wir mal schnell schauen. Kann natürlich sein. Wir haben immer noch nichts. Da wir müsste doch was kommen. Wir können mal schnell hier schauen. Ob wir hier. Ah, okay. Die Lebensmittel sind alle hier. Das heißt, wir werden noch ein bisschen. Den hier, damit wir es vernünftig verteilen können. So. Hier und hier abladen. Kommen wir überall hin? Ja, wunderbar. Nicht neue Linie. LKW, Lebensmittel. Lebensmittel. Wittenberge. So. Depot brauchen wir noch. Nee, stopp. Hier waren wir schon richtig. Das können wir hier hinsetzen. Obwohl, nee, das ist noch mal. So. Cargo. Brauchen wir, denke ich mal, gar nicht mal so viel. So, das sind 48, da sind das 60. Für eine Million. So. Jetzt aber müsste langsam. Ah, und da ist das erste Brot da. Sehr schön. Ja, genau eins. Ah ja. Es darf dann doch ein bisschen mehr sein. Ansonsten haben wir hier ein riesengroßes Problem. Können wir mal hier schauen. 20. Zwei. Es kann natürlich sein, dass wir auch von hier oben liefern müssen. Oder von hier könnten wir auch noch mit LKWs machen. 200, 200, 6, das ist ehrlich gesagt ein bisschen wenig, da muss definitiv noch mehr kommen. Gut, da wären wir hier, ich glaube wir werden hier erstmal versuchen die Straße auszubauen, wenn es denn geht, oh ja. Oh, wieder ein neues Fahrzeug. Sehr gut. Die PRR Klasse GG1. Die sieht sehr kräftig aus. Ja, für kräftige 13,5 Millionen. So, wie viel hast du denn jetzt hier dabei?
Wenn ich dich erwische, immerhin 13. Gucken. Ah, 108.000. Oh. Dürfte gerne natürlich mehr sein. Wieder 13. Also wir werden definitiv hier auch nochmal liefern, aber wir werden die Fahrzeuge, wir schauen mal, ob wir die jetzt nicht ersetzen können durch andere. Wir haben jetzt ja jetzt die hier, 9, 30 km/h, 12, 60 km/h, oh, die werden schneller. Oh, wir könnten sogar die hier nehmen, 14, das machen wir dafür, 2,2 Millionen. Da sind wir dabei. Sollte uns einen Vorteil verschaffen. Um das hier voller zu kriegen. Und wir werden hier, wie gesagt, auch nochmal ein Terminal bauen. So. Ich hätte gerne eine kleine Abkürzung. Naja, gut. Dann machen wir den noch schnell. So. Okay. Wir nennen das Ganze Terminal, können wir von hier nehmen. Stopp, der hier. Wollen wir nochmal 10 Stück, 140 Einheiten insgesamt für 2,5 Millionen. Wir machen's. So, Getreidekons. 28. Okay. Wir machen wieder schneller. Ich überlege gerade. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht irgendwie einen Stau verursachen. Jetzt ja schon irgendwie gerne so, dass man sich hier nicht so im Wege ist. So. Und du versendest jetzt hoffentlich ordentlich. Na, ihr werdet noch ein bisschen leer fahren. Aber das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Und hier. Immerhin bin ich schon ein bisschen besser. Komm her hier. Ja, machst halt noch Minus. Natürlich jetzt nicht so schön. Aber wirst langsam voller. Das ist schon mal gut. Und hier passiert irgendwie, ich will gerade sagen, passiert irgendwie nichts, aber jetzt Konz Bauernhof. Du bekommst doch mit Sicherheit von. Genau, du kannst bauen. Du hast einige in deinem Bereich hier, von wo du bekommen kannst oder annimmst.
Hier nochmal. Du bestimmt auch, oder? Eschweiler, genau, Eschweiler hier. Sehr gut. Also okay, das funktioniert hier. Anscheinend schon mal. Wir müssen nur gucken, dass sie sich nicht hier im Wege stehen. Aber das scheint zu funktionieren hier. Sehr gut. Und du produzierst jetzt hier mehr. Sehr gut. Witzig. Gut, wir machen gleich ein bisschen miese. Wir müssen gucken, wie, wo, was. Okay, die LKW sind natürlich da auch dran schuld. Mal schauen. 46. Okay, langsam geht's. Langsam. Langsam, aber sicher. Schaffen wir's. Sehr gut. Wir gucken nochmal schnell, wie es hier aussieht mit dem Geld. Und dann schauen wir mal weiter. Wo bist du? Da bist du. Ja, hätte man eigentlich noch mitfahren können. Aber so spannend ist das jetzt eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich hier. So, wir gucken mal. 383.000, ja, so langsam kommt es dann ins Plüsschen. Das ist schon mal gut, sehr gut. Okay. Wir gehen zurück nach hier. Wir schauen mal unsere Linien an hier. Nee, hier. Wie sieht es denn aus mit dem Geld? Lage Remdal Teichel macht Minus. Oh. Und macht wieder Plus. Anscheinend ein bisschen. Nee, immer noch Minus. Da ist er. Obwohl das geht. Dreieich Remdal Teichel. Das ist die Linie hier. Sollen wir die wieder wegnehmen? Wir schauen mal. Es ist ja Bedarf da, beziehungsweise es wird ja angenommen. Aber anscheinend ist es mit der Lok einfach. Oh, wieder. Oh, was kriegen wir denn hier alles jetzt Schönes? Die BRE 94, das ist ein Krokodil. Die DRBE 89 ist auch ein Krokodil. Das Kamel, Pritschen-LKWs, okay, sehr schön. Ich habe ja von allen drei Szenarios, von allen drei, also tropisch, Wüste und gemäßigt, habe ich ja die Fahrzeuge aktiviert. Deswegen unterscheiden die sich teilweise auch gar nicht in ihren Kosten und in dem, was sie können. Ist auch trotzdem schön, sie zu haben. Aber hier müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch haben. Die Fahrzeuge. So, ein bisschen größer machen. Oh, wieder sehr schlecht hier. Die Busse. Bus Titisee, Bus Schneeberg. Die müssen wir mal ersetzen. Gut. Bus Schneeberg und Bus Titisee. Da werden wir mal. Das sind immerhin 20 Fahrzeuge. Ich glaube, wir werden die komplett ersetzen. Was haben wir denn hier? 10. Für 2,9 Millionen, knapp 3 Millionen. 8, 8, 9, 11. Oder wollen wir nochmal hier ersetzen? Ja, komm, wir machen hier für 2,2 Millionen. Uppala, das ist immer so laut auf meinen Ohren. So, die LKW-Werkzeuge. Ich glaube, die werden wir auch ersetzen müssen. LKW-Werkzeuge 3 und Schleswig. Machen wir alle beide gleich.
Da wären wir hier. Die hier nutzen, oder sind die hier gleich? Wir 3,5 Millionen. Oh, das können wir uns gar nicht leisten. Wir 2,2 Millionen. Das ist schon eher auch 60 km/h. 8 Einheiten. Hier sind es immerhin 12. Emissionen 71. 73. Wollen wir das hinnehmen? Den brauchen wir nicht. Den hier. Wir haben ja jetzt hier, glaube ich, die hier, ne? Genau. 9 Einheiten, 30 km/h. Die werden einfach schneller. Eins weniger, aber dafür doppelt so schnell. Für 2,2 Millionen. Wir machen das. So. Ansonsten haben wir hier noch Busse. Ja, unsere Schiffe müssen wir bald auch auswechseln. Seht ihr, ich habe ja den Unterhalt jetzt hochgesetzt. Dadurch ist unser Zug hier, Schleswig-Schneeberg, von schlecht auf immerhin auf mittelmäßig wieder zurückgesprungen. Und die Mission ist auch runtergegangen. Die war nämlich vorher bei Pan 80 gewesen. Es ist ja immerhin etwas. So, wir lassen erstmal weiter laufen. Wir müssen leider Gottes schnell laufen lassen, damit wir Geld verdienen. Kredit haben wir ja leider keinen mehr, den wir nutzen könnten. Und was mir hier nicht gefällt, ist das hier. Also es wird langsam. Es lohnt sich bald schon gar nicht mehr. Die Züge hier halten zu lassen. Den hier. Ha. Du hast auch nur noch so wenig Bretter dabei. Bisschen schade. Jetzt kriegst du wieder ein bisschen was. Ich glaube, wir müssen den hier auch noch anzapfen. Wir könnten das natürlich so machen, dass wir hier den hier fahren lassen, alleine auf der Strecke. Ist eine relativ kurze Strecke. Wir könnten den verlängern und dass wir den hier auch anzapfen, Schneeberg. Und dass wir hier, dass die anstatt die eine Linie, die jetzt hier, das ist das Dreieck fährt, einfach das Holz hier holt, hier abliefert, Bretter mitnimmt, hier abliefert und dann einmal hier komplett durchfährt. Ich würde vorschlagen, das machen wir auch. Das bedeutet, wir müssen einfach, oder haben wir noch irgendein holzmäßiges in unmittelbarer Nähe? Nee, das sieht nicht so aus. Gut. Können ja schon mal hier im Bahnhof setzen. Und wo kommt ihr von hier? Ist so, oder? Machen wir 240 Meter vor selber, viel später. Ja, so. Nehmen wir. Gleise nehmen wir. Erstmal keine, also ohne Strom. Uiuiuiui. Müssten wir auch zweigleisig bauen. Erstmal müssen wir warten, dass wir hier die Lok weg haben, den Zug. So, jetzt. Gut.
So, wo ist mein Knubbel? So. Bauen wir erstmal. Na, komm her hier. Es möchte nicht. So. Hätte man natürlich auch hier auf die Seite machen können, ist aber eigentlich auch egal. So. Den Rest, die Signale und die Linien ändern, werden wir dann in der nächsten Folge. Denn die Folge ist schon wieder um. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn, was ist denn das? Okay, das geht aber gar nicht. Das ändere ich noch schnell. So. Ach, schon viel besser. So. Ich fühlte mich gerade gestört davon, mitten in meinem Satz hier, wo ich mich verabschieden wollte. Nein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst es euch gut gehen. Macht das besser aus eurer Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.